Nur 4 Kilometer von Wildeshausen entfernt liegt der Hof von Bella und Eva Maria. Hier leben sie mit ihren Hunden. Der Gnadenhof Stay Forever und die Hundepension Bella for Dogs sind im ganzen Land bekannt. Ob Berlin, Wuppertal oder auch aus München. Von überall kommen die Anfragen. Und wir schauen den zwei vom Hof mal über die Schulter. Das ist Sammy, unser Neuzugang, heute angekommen aus Wuppertal. Hatte letzte Woche einen Zusammenstoß mit einem Kalkorso auf dem Spaziergang und hat eine Bauchdeckenruptur oder Fraktur. Ich weiß es nicht genau. Ich kenne mich in dem fachlichen Begriff nicht aus. Genau. Und der ist jetzt seit circa einer Stunde bei uns und jetzt geht er seinen ersten Gang. Du musst in Hundeunterkünften Lichtschalter, Steckdose und Stromleitungen so hoch anbringen, dass ein Hund, der auf zwei Beinen steht, nicht da dran kommt. Deshalb sind alle Installationen in den Zimmern so hoch. Vorgeschrieben. Vorgeschrieben. Okay. Die gehören zusammen. Wie lange sind die hier? Die sind gestern gekommen und gehen so. Heute. Die waren nur in einem Seminar da. Die Halterin hat ein Seminar und okay. Wollte, dass die Hunde hier ein bisschen Gesellschaft haben und nicht jetzt läuft. Und das ist Giorgio. Ja. Egal, was jetzt passiert. Ich wurde gefragt, wo sind die Kuchenabkühlgitter? Und das müsst ihr jetzt sehen. Die sind so super geil versteckt. Die kann keiner finden.
kann keiner finden, weil... Kommt mit. Warte, Marion nehmen wir auch mit, damit die das dann sieht. Das ist so genial. Das ist hier. Also ich habe die so super versteckt, Bella. Ich habe die so super versteckt. Welche Schublade habe ich noch nicht geguckt? Welche Schublade? Ich wurde danach gefragt und habe sie hier hergestellt. Dann bei dir. Ich habe schon Hände Dann hat er da holen, dann hat er da wegbringen, das Ding aufbauen, Material zusammensuchen. Eigentlich wollte ich sauber machen. Dann der neue Gnadenhund. Ne, die hatte die Woche jeden Tag am Telefonieren mit dem Hund. Die haben uns gefunden. Die haben angerufen, die Dame. Das ist eine 73-Jährige, deren Nachbarin ist im Krankenhaus verstorben. Okay. Und dann hat die Tochter den Hund übernommen und hat nach einer Woche gesagt, ich will den Hund nicht mehr, ich setze den einfach aus. Und dann hat die, ich setze den einfach aus. Und dann hat die Nachbarin gesagt, nee, machen wir nicht, den nehmen wir. Wir sorgen dafür, dass er ein vernünftiges Zuhause kriegt. Mhm. Und dann ist die Tochter, die auch schon Frührentnerin ist, mit ihren Hunden und dem Hund spazieren gegangen. Mhm. Und dann ist sie überfallen worden von einem Cane Corso. Und der Cane Corso hat den Sammy, der jetzt bei uns im Gnadenhof ist, am Hals gepackt und hat den geschleudert. Und ich weiß nicht, wie nennt das, die Bauchdeckenfraktur, Ruptur, Perforation. Bauchdeckenperforation. Und dann hat die kommt aus Wuppertal und die hat dann den tierärztlichen Notdienst gerufen, der hat den Hund abgeholt, in die Klinik gebracht, dort ist er versorgt und genäht worden. Und dann haben die sich auf die Suche, also die hatten die Forscher auf die Suche gemacht und wir haben gesagt, ja okay, ne, da ist Not am Mann, bring mal her. Und die haben den heute gebracht, heute. Ne, die haben aus der Klinik geholt, mit Medikamente und alles und haben gesagt, wir können das nicht leisten. Haben den Hund gebracht. Genau, die Gäste bringen ihr eigenes Futter mit. Und dann haben wir einen Futterplan. Und dann kriegt jeder Hund das, was er kriegen soll. Warte, ich muss mir noch mal eben was holen. Eine halbe Dose. Und hier bereitet ihr das Futter für alle Hunde vor.
Und jeder Hund ist speziell. Oder habt ihr auch Hunde, ich sag hier, 5 Stück kriegen das gleiche? Ich habe mehr als 5 Stück. Die kleinen kriegen die ganzen Barfer. Ah, okay. Die kriegen ja Barf. Ne? Wer bereitet das vor? Ja, wir. Hauptsächlich ich. Aber es kann auch genauso gut Eva machen, wenn wir Futterplan. Das ist alles für unsere Hunde. Das heißt, unser Bella Dogs Rudel, unser Stay Forever Rudel, und zurzeit sind auch noch die Hunde. Ja, und hier habe ich praktisch meine Medikamentenliste mal geschrieben. Genau, damit jeder, der sehen kann, welches Futter. Und dann haben wir das hier schön im Regal sortiert. Kann jeder gucken, Lea kriegt Cardisur 2,5. Und dann guckst du da, wo da steht das. Und dann, Cardisur 2,5. Ja, ne? Genau. Und das wird immer morgens, also die Medikamente werden nicht jetzt schon ins Futter getan, sondern kurz vorm Füttern. Genau. Ist besser. Sonst beeinträchtigt das. So. Ist für Dings, der kriegt ja noch Rudi, eine Handvoll Dings. Und steht morgens eine Tablette und abends eine Tablette auf dem Tisch. Ja, Kurti? Was noch Kurti, so? Kriegt ihr das Glas halb voll? Ja, das weiß ich. Das ist halt, ich hab's nicht. Achso. Ja. Ja, wir haben diesen Monat auch wieder so viele Anfragen gekriegt für Gnadenhunde und du glaubst es nicht. Ich habe eine Anfrage bekommen für einen 6 Monate alten Hund. Die haben den angeschafft und die Lebenssituation hat sich geändert. Ja. Jetzt muss der Hund weg und bei der ganzen Nachfrage und so weiter, der hat Epilepsie bekommen. Aber das ist nicht der Grund, sondern jetzt, also wir haben den Hund gerade 4 Monate. Jetzt ändert sich die familiäre und berufliche Situation und jetzt soll der Hund am besten in Gnadenhof, weil mit seiner Epilepsie hat er ja gar keine Chance mehr, zu Hause zu bekommen. Da, wenn ich mir einen Hund anschaffe, dann sage ich doch nicht nach 4 Monaten schon, meine berufliche Situation ändert sich, mein Leben ändert sich, der Hund muss in den Gnadenhof, ja. Ne, mit 6 Monaten. Das ist einfach, das ist der Hammer. Ja, man überlegt sich eigentlich vorher, ob man
Das sollte der Plan sein, ne? Und die Leute müssen sich auch Gedanken machen, wofür ist ein Gnadenhof da? Der Gnadenhof ist hier, um alten und kranken Hunden noch einen schönen Lebensabend. Oh. Ne? Die sollen hier noch mal Spaß haben und spielen und die sollen ja lange leben. Die kommen ja nicht hierher, um in der nächsten Woche zu sterben oder so, sondern ne? Die sollen Spaß haben und Freude bringen. Oder jetzt habe ich eine Anfrage gehabt von einem, der hat zwei Hunde und der eine ist alt, kriegt die Hinterhand nicht mehr hoch, er hat beginnende Demenz und läuft nachts immer durchs Haus. Er kommt nicht mehr zum Schlafen und er möchte die Entscheidung des Einschläferns nicht treffen, ob wir den Hund nicht nehmen können. Und ich habe gesagt, unsere Kapazitäten sind ausgeschöpft, wir haben keinen Platz. Ja, aber wenn ich euch Geld gebe, ja, halt stopp mal, kein Platz. Ja. Ne, ich habe dann geschrieben, wir sind ja auf dem Weg, wir versuchen ja noch 10 neue Gnadenplätze einzurichten und sind dabei, Geld dafür zu sammeln. Aber es ist ja nicht nur, dass wir ausreichend Platz haben müssen, wir müssen ja auch Personal haben, ausreichend, die sich adäquat um die Tiere dann kümmern kann. Und irgendwann ist halt Ende im Gelände, ne? Der Duki, der ist ja jetzt auch schon ein paar Tage da. Mhm. Ne? Kannst du ihn anfassen? Kannst du ihn streicheln? Ja, klar. Weil das ist ja kein Gnadenhofhund. Der ist ja noch in der Hundepension bei Bella. Ja. Und der ist 9 Jahre alt. Ja. Ne? Nimm ihn mal rüber zu dir. Der ist 9 und der gehört zu einem Verein. Wenn der bis Ende Dezember, also bis 31.12. kein Zuhause gefunden hat, soll der Bursche in den Gnadenhof. Das ist ein ganz lieber, feiner Kerl. Ja. Ne? Wenn der sich jemanden angeschlossen hat, dann verfolgt er dich, dann hast du einen Schatten. Hm? Der ist total lieb, wirklich. Ja. Naja, um auf das Thema zurückzukommen. Auch er ist ja jetzt, er steht ja schon auf der Warteschleife. Wir haben ja das Thema auch, dass wir Hundezimmer, Gnadenplätze brauchen. Mhm. Ne? Da sind wir immer noch nicht weiter. Also wir haben jetzt nächstes Jahr startet die Aktion von Misch mit. Da kommen die her, die organisieren jetzt eine Firma, die ehrenamtlich Leute herschickt, damit wir die alte Scheune leer räumen können. Damit wir dann mit dem Sanieren anfangen können und damit wir dann neue Zimmer einrichten können. Ja. Da bin ich jetzt schon dabei, dass wir anfangen auszumessen genau, weil wir müssen dafür ja auch noch einen Nutzungsänderungsantrag stellen, damit wir dann das auch genehmigt bekommen. Und wie viele neue Zimmer wollt ihr dann haben? Mindestens 10. Das ist also das Ziel. Wir müssen gucken, wie das platzmäßig dann hinkommt, weil wir haben ja bestimmte Auflagen halt. Das hatte ich vorhin schon mal erzählt, eben halt mit den Elektroinstallationen, wie hoch die sein müssen. Es muss ja auch eine bestimmte Grundfläche da sein. Mindestens für kleine Hunde 6 Quadratmeter. Dann müssen die Fenster ja noch passen. Du musst ein Achtel. Der Grundfläche muss natürlicher Lichteinfall sein, du musst eine bestimmte Dämmung haben, alles Mögliche. Ist aber ja auch richtig und wichtig so, ne? Genau.